Lou zählt auf uns. Er hofft, dass wir sein Ei finden, und zwar schnell. Wenn wir doch nur unterscheiden könnten, was ein Stein und was ein staubiges Drachenei ist. Du hast recht. Dracheneier sind gut getarnt. Erinnere mich daran, dass ich nie eins zu Ostern verstecke. Es geht mir gut. Was? Wirklich? Wo? Das Ei! Und schau, du hast es gefunden! Komm schon, Mo! Spiel diese Flöte! Oh. Wo ist das Sonneneinhorn? Es funktioniert nicht! Wir sind zu spät. Das Sonneneinhorn muss man vor Sonnenuntergang rufen. Ich erinnere mich an die Legende. Das heißt, das ist aus. Das heißt, dass wir nicht alle unsere Möglichkeiten im Blick hatten. Jedenfalls, wenn man Fuddle glaubt. Mal überlegen. Nummer eins, die Sonne ist weg. Und zwei, die Sonne ist weg. So, jetzt kennst du die Option. Du hast recht, die Sonne ist wirklich weg. Auf dieser Seite des Bergrückens, aber nicht auf der anderen. Sie ist nicht untergegangen. Sie ist dahinter. Wir fliegen höher und rufen das Sonneneinhorn von da oben. Komm schon, Blue, flieg etwas höher. Da, ich kann die Sonne sehen. Los, Blue, wir müssen noch etwas höher. Die Nachtranken! Es ist fast zu spät! Spring und schau! Oh nein! Na los, Blue, beeil dich! Jetzt, Mo, spiel das Ding! Die Sonnenflöte? Oh, vielleicht ist es nur ein Mythos. Vielleicht existiert das Sonneneinhorn ja gar nicht. Sonneneinhorn. Und schau, es hat geklappt. Geht es dir gut? Ja, es geht mir gut. Und zwar dank euch. Hier ist dein Ei, Blue.